Hallo, liebe Feingeister und Liebhaber der feinen Weine. Mein Name ist Frank Lienert. Ich darf euch heute wieder begrüßen aus der schönen Verkostungslounge im Feingeist in Membres. Ich bringe euch ja immer wieder mal einen neuen Wein mit. Heute habe ich einen Wein aus der Toskana mit dabei. Und ja, genau, Brancaia. Mutmaßlich ist es so, wurde nicht von Italienern gegründet, sondern von einem Schweizer Ehepaar 1981. Und die haben es dann doch tatsächlich innerhalb von 2 Jahren geschafft, zu diesen super Toskanern Weinen zu kommen. Also sehr schnell und machen hervorragende Weine. Ich war 2003 nicht bei Brancaia, aber ich konnte die Weine von dort schon mal probieren damals. 2003, das war der Jahrhundertsommer, da habe ich meine Frau geheiratet in der Toskana bei 42 Grad. Und ja, danach ging es dann um eine kleine Rundreise und eben auch um in der Toskana die Weine kennenzulernen. Was ich euch jetzt heute mitgebracht habe, ist der Il Bianco. Il Bianco ist zu 90% ein Sauvignon Blanc und 10% circa Viognier. Die Mischung ist sehr spannend, finde ich. Vom Geruch her ist der Wein sehr exotisch. Er hat Ananas, Mango, ja, und wenn man jetzt hergehen würde, da muss man aber schon ein bisschen drüber nachdenken. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das mit Sauvignon in Verbindung steht, sondern er hat eine ganz leichte Note von grüner Paprika, aber wirklich nur ganz leicht. Also wie gesagt, er ist sehr exotisch. Es ist genau das, was man jetzt, wenn das Wetter eben wieder auch schöner wird, ein Wein, den man schön auf der Terrasse trinken kann. Und ja, also der Geruch, das Aroma ist so voll. Das ist richtig schön. Braucht man gar nicht trinken, den kann man auch einfach nur riechen, den Wein. Vom Geschmack her verliert er sich ein bisschen von den Aromen. Er ist schön trocken ausgebaut, bitzelt so ein klein wenig auf der Zunge. Mir gefällt er sehr gut. Ich kann mir den unheimlich gut vorstellen. Gegrillter Fisch, Kalbsgerichte oder sowas in der Richtung. Er ist sehr angenehm, hat auch im Nachgang so einen leichten Schmelz, obwohl er vorher so ein bisschen prickelig ist. Und ich glaube, die Kombination zwischen dem Schmelz und dem Prickeligen, die macht es, glaube ich, aus. Also ein richtig toller Sommerwein. Ja, jetzt beim zweiten Mal kommt dann doch das Aroma nochmal schön durch und der Geschmack am Gaumen, der füllt sich richtig. Also das ist wie eine so eine kleine, ja, Fruchtbombe, würde ich jetzt mal fast sagen. Aber sehr, sehr trocken ausgebaut und das überzeugt mich dann auch schon wieder, den als Sommerwein zu genießen zu können. Ja, ich würde sagen, absolut eine Empfehlung von mir. Was ganz was Feines, ist jetzt auch im Mittelklassebereich vom Preis her. Ich glaube, der liegt an die 13 Euro ungefähr. Und ja, hat 13% Alkohol, macht meiner Meinung nach auf der Zunge unheimlich viel Spaß, am Gaumen und auch in der Nase vom Geruch her. Probiert ihn einfach mal. Vielleicht könnt ihr mir ja dann sagen, wie er euch geschmeckt hat. Ich finde ihn klasse.
Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder, wenn ich euch wieder einen neuen Wein mitgebracht habe. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vielen Dank. Tschüss.